Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Jetzt hatten wir bei... Also, ist euch das letzte Folge auch aufgefallen, dass ich erstens am Anfang als Obsession dieses Geräusch habe, als stelle ich einen Gegenstand ab? Und zweitens war kurz bei Zarina das Zeichen, dass sie geschlagen wurde. Und das hatten wir letzte Runde auch. Ist das ein Bug oder ist das jetzt normal? Oder war das vielleicht sogar schon immer so und ich weiß es nur nicht? Kate wird gejagt. Ist es schon wieder ein Oni? Wir hatten auch vorletzte Folge erst einen Oni. Gut, dass ich dort weggegangen bin. Das ist doch, glaube ich, bei dem runden Raum oben, ne? Ja, war nur kurz gucken, Kate. Alles gut. Alles entspannt. Hatte er gegebenenfalls Tüftler? Ich wollte den Jen retten gehen. Kates Haut an ihren Achseln sieht sehr komisch verzerrt aus. Was macht denn die Kate? Da ist übrigens ein Totem. Aber das dürfte nicht leuchten. Oha, in dem Anhänger ist ja die Bibliothek. Von... Wie heißt der? Vom Archivar? Wie heißt der Typi... Hier vom Archiv und so. Hier ist auch ein Totem. Sein. Okay. Weh, du klickiest. Ich habe gerade gesagt, weh, du klickiest. Mann, Yui, lass diesen Mist. Ich hasse es, wenn die Mates dich anklickern. Ist doch deren Problem, dass sie mit eiserner Wille spielen und ich sie nicht höre. Wenn sie Hilfe brauchen. Danke, Yui.
Richtiger Mate bist du. Ich glaube, er wollte abkürzen. Da hinten ist wer am Gen. Oh, er hat gegen den Gen getreten. Hat er Pop? Der Gen war da ein bisschen weiter, oder? Täusche ich mich gerade? Wir kommen gerade nicht vorwärts, was die Generatoren angeht. War er gerade dort hinten? Ja, er ist dort hinten. Yui weggegangen und Kate ist plötzlich hier. Yui war doch mit am Gen. Bin irgendwie komplett verwirrt. Das ist bestimmt, weil Dienstag ist. Und ich Dienstag sonst kein DVD spiele. Und jetzt ist mein Kopf einfach wirr. Hier blinkt's, hier muss ein Gen sein. Ah ne, das ist der Getränkeautomat. Was läuft die mir denn hinterher, Kate? Ich weiß nicht, wo Jen ist. Da ist einer. Oh, shit. Hier sind zwei Gens nebeneinander. Und der andere war auch nicht weit weg. Da, wo Kate jetzt dran war. Nein! No! Yui, das ist nicht gut. Was hat uns das jetzt gebracht? Außer, dass wir die Map vollbluten? Nixa! Ja, Kacke. Hat er abgekürzt. Diesmal hat er es richtig gemacht. Im Schrank. Ich glaube aber nicht, dass wir hier rauskommen, weil wir sind jetzt zu zweit und haben noch zwei Generatoren. Das wird so gut wie möglich. Dafür spreche ich jetzt mal für Yui mit. Rennen wir zu schlecht weg? Yui hat eiserner Wille immerhin, aber sie blutet die ganze Zeit. Ah!
Lauf ich ihm auch noch ins Gesicht. Meine Herren. So schnell kann die Runde vorbei sein. Aber die Generatoren sind wirklich ungünstig für uns. Sie sind hier genau in der Mitte der Map. Eine Linie. Ich weiß nicht, wo der vierte ist, aber der kann auch nicht so weit weg sein. Okay, er hat Yui. Oh mein Gott! Seht ihr, was ich sehe? Aber er hat Barbecue. Oder er hat mich jetzt gesehen durch ansteckende Angst. Yui ist nicht tot. Ach, hier ist der letzte Gen. Yui, du musst springen. Ich kann dich nicht mehr retten. Okay, er hat die Luke auch gesehen. Er geht zur Luke. No. Sehen, ob er mich findet. Ich glaube nicht. Tschüss! Ich will halt nur keine Krähe über mir haben. Ich meine, es ändert nichts an der Tatsache, dass ich tot bin, aber er findet mich nicht mehr. Hallo? Das ist wenigstens eine Genugtuung. Andererseits hält es mich jetzt unnötig lang in der Runde. Ich bin immer noch traurig, dass man sich auf dem Boden nicht mehr so drehen kann. Wie damals. Damals. Als es noch die alten Animationen gab. Ja, cool. Richtig coole Runde. Er hatte tatsächlich trotzdem Barbecue. Obwohl er auch ansteckende Angst hat. Ich finde aber, die meisten Killer, die mit ansteckender Angst, das heißt ansteckender, ja, ansteckender Angst spielen, nutzen das gar nicht richtig. Ich würde ja, wenn ich ansteckende Angst dabei habe, Pirscher noch mitnehmen. Weil dann kann ich den einen erstmal liegen lassen, haue den anderen noch um und suche mir dann mit Pirscher die anderen Leute zusammen. Wenn sie denn noch am Boden liegen. Aber ich finde, ansteckende Angst ist eigentlich ein Perk gemacht zum Sluggen. Weil warum soll mir das Spiel sonst anzeigen, wer noch in der Nähe ist, wenn ich jemanden umklatsche? Es ist doch dafür da, dass ich dann auf diese Person gehe. Aber naja. So sehe ich es zumindest. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schade, wir sind nicht rausgekommen. Beim nächsten Mal läuft es besser. Sag mal, Ace hat gar keine Brille auf. Wo ist meine Brille hin? Ich habe doch eine Brille auf sonst, oder? Eine Sonnenbrille? Die Brille aufgehabt? Ich weiß es nicht. Gut.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Schlaft gut. Ja, schlaft gut. Tschüss.